Österreich, ein kleines Land mit großer Ausstrahlung. Die ganze Welt liebt Landschaft und Lebensstil der Alpenrepublik. Die Architektur ist really, really fantastisch. Hier ist einfach so viel Kultur, vor allem die Landschaft. Ich denke vor allem an grüne Hügel und wie bei Sound of Music an einen Pavillon, in dem man tanzen kann. Beeindruckende Berglandschaften, idyllische Almhütten und im Winter Schnee, soweit das Auge reicht. Denn viele kommen nur für eine Sache her. Österreich gilt mit 7200 Pistenkilometern als Skiparadies. Dieser ganze Klischee ist die den Leuten erst die Stimmen an. Das ist genau ein Klischee. Die Berge, ja, diese Berge, die Flüsse, irgendwas macht das ja mit uns. Dass uns das so gefällt. Das ist so ein bisschen wie Märchenlandschaft. Ebenso märchenhaft Österreichs Städte wie Innsbruck, Salzburg oder Wien. Dort ist der Prunk der Habsburger Monarchie noch allgegenwärtig, genau wie der passende Takt, der Walzer. Seitdem ich hier bin, vom ersten Tag an, muss ich immer diese Melodie summen. Die heimliche Hymne der Hauptstadt an der schönen blauen Donau von Johann Strauss Sohn. Der Komponist gilt bis heute als Walzerkönig. Ganz Wien wiegt im Walzertakt, sogar auf den Straßen. Im 19. Jahrhundert, zur Zeit von Johann Strauss, ein Ding der Unmöglichkeit. In den Anfangszeiten war Walzer- und Operettenmusik da in der Innenstadt nicht erlaubt. Und die mussten in die Außenbezirke gehen, dort im Palais. Die gab's und haben dort die Partys abgefeiert. Das ist wie heute der Clubbing. Und da ist die ganze High Society hingefahren. Und die haben sich dann abgetanzt, halt zu Walzer und schönen Kleidern. Ne? Das war damals ein Popstar. Der hat Tanzmusik gemacht. Doch halt, knapp 100 Jahre vorher hatte Österreich schon mal einen Superstar. Spricht man über Österreich, denkt man an Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, das musikalische Wunderkind aus Salzburg. Als Musikgenie hat er Geschichte geschrieben. Und als Süßspeise, als Mozartkugel, ist er auch heute noch in aller Munde. 2 Jahrhunderte später inspiriert er Popstar Falco, der mit Rock Me Amadeus die Spitze der US-Charts erobert. Doch nicht nur Falco feiert Welterfolge. Opus sorgen Mitte der 1980er Jahre für Ohrwurmalarm. Österreichische Künstler mit Wiedererkennungswert gibt es auch heute noch. Mit Kleid und Bart gewinnt Conchita 2014 den Eurovision Song Contest. Mit Muskeln, aber ohne Bart, wird Arnold Schwarzenegger erst Mr. Universum und dann Hollywoodstar. I'll be back. Mit großer Schauspielkunst schafft auch Christoph Waltz den Sprung nach Hollywood. Das ist ein Bingo! Österreich exportiert aber nicht nur Hollywood-Stars, sondern auch kulinarische Klassiker. Allen voran das Wiener Schnitzel. Oder den Kaiserschmarrn. Den Apfelstrudel. Oder natürlich der Sachertorte, standesgemäß serviert in einem der vielen Kaffeehäuser, in denen sich die Wiener dem Leben und der Torte stilvoll hingeben. Ich liebe sie und ich hasse sie. Sie ist so gut, aber ich habe sie sofort an den Hüften. Gut durchmischen im Mund, dann wird das Ganze auch leichter zu schlucken. Und wir haben so ein richtig kulinarisches Vollerlebnis. Die größte Werbung für Österreich war jedoch der Film The Sound of Music.
Die Geschichte der Salzburger Musikerfamilie Trapp hat seit den 1950er Jahren weltweit die Vorstellung von Österreich geprägt. Heute wandeln Busladungen von Touristen auf deren Spuren. Begeistert sind die Touristen auch von kuriosen Traditionen wie dem Schnalzen, der Trappenmode und dem Jodeln. Für Werner Brix ist außerdem ein anderer Wesenszug typisch österreichisch. In Deutschland vor allem, du hast eine Frage, sagt jemand ja oder nein, darf in Österreich, ist das nicht so. Bei uns ist es eher so mehr, schauen wir mal. Ich muss einmal nachdenken, ob mir dazu was einfällt. Ja. Und da kann man dann herrlich sich herumwinden, ja. Und nie verbindlich sein. Das liebe ich an Österreich. Auch diese Gemütlichkeit trägt zur Anziehungskraft Österreichs bei.